Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem zauberhaften Chaos. Dem Chaos der Verzweiflung, der absoluten puren Emotionen und in den letzten zwei Folgen auch der gnadenlosen Hilflosigkeit. Und ja, es war ein Fest. Als ich das geschnitten habe und gesehen habe, dachte ich nur, oha, das kann noch bunt werden. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, meine Lieben. Ja, warum stehen wir hier auf den Panzerhügeln? Wir wollten eigentlich eine Quest verfolgen, die ich jetzt gar nicht mehr weiter verfolgen werde. Und zwar hatten wir uns der Quest gewidmet, die da heißt, ich glaube, Staub der Erneuerung war es. Ja, wir wollten zumindest irgendwie da in den Norden reinkommen, was ja so noch nicht ging. Aber, Ladies und Gentlemen, ich glaube, wir werden... ich danke übrigens meinem offiziellen Baldo-Motivator, der mich mit seinen vielen Kommentaren doch gut weiterbringt, zum Nachdenken anregt und auch einige Sachen, die ich mir selber schon so überlege, dann doch auch nochmal bestätige. Und zwar werden wir uns jetzt unten Richtung Wüste aufmachen. Wir haben es ja, als wir bei dem Jahrmarkt waren, haben wir gesagt, oh nee, Wüste, da brauchen wir irgendwelche Tränke oder irgendwas zu essen, zwecks der Hitze. Aber wir haben es ja in der Nacht. Vielleicht kommen wir in der Nacht ja unbeschadet durch. Ich weiß es noch nicht. Deswegen, Ladies und Gentlemen, werden wir uns, weil wir zum Markt so direkt ja noch keine Karte haben, ja, wo müssen wir da jetzt hin, ist die Frage. Wie sind wir da hingekommen? Das wäre eher die nächste Frage. Wir spielen jetzt mal das Lied des Windes. Ist natürlich ärgerlich, weil wir schon so weit davor eigentlich waren, ne? Also, pass auf. Es ist ja irgendwo... Irgendwo hier vielleicht? Kommen wir vom Bobo-Tempel aus hin? Weiß ich nicht. Kommen wir vom Salino-Tal aus hin? Oder müssen wir jetzt einfach wirklich die ganze Strecke hier jetzt runterlaufen? Das ist die Frage. Aber Salino-Tal? Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wo wir da jetzt hinkommen. Oder war das dieser Turm? Von wo aus sind wir denn da hingekommen? Fragen über Fragen. Geil, ne? Ah, pass auf. Nee, warte mal. Savoca Gefängnis? Weil vom Bobo-Tempel aus... Pass auf. Wir können ja mal probieren, uns zu dem Tempel zu teleportieren. Also, das ist soweit unser Ziel. Und ich mache die Musik ein wenig leiser. Ich wünsche euch da draußen hoffentlich viel, viel Spaß. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal versuchen, ein wenig nochmal in Richtung Jahrmarkt zu begeben. Weil es von dort aus ja weiterging. Letztendlich, wenn wir jetzt einen etwas längeren Weg dahin haben, ist das gar nicht so unbedingt schlimm. Weil dann können wir noch ein bisschen was einsammeln, aufsammeln. Und so weiter und so fort. Ich bin jetzt wieder richtig, richtig motiviert, nachdem ich wirklich die letzten zwei Folgen sehr am Verzweifeln war. Aber ich glaube, das hing auch einfach, ja, mit diesem dämlichen Untergrund zusammen, der irgendwie gefühlt einfach kein Ende nehmen wollte. Genau. Können wir hier hinten raus? Nee, hinten raus, das macht keinen Sinn. Wir werden jetzt hier unten mal rauslaufen. So. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Ansatz vom Bobo-Tempel aus totaler Blödsinn ist. Aber ich würde jetzt eigentlich... Naja, so blödsinnig ist die gar nicht. So blödsinnig ist sie gar nicht. Warte mal, welche Quest wähle ich denn jetzt am besten aus? Der alte Hebel, ne? Genau, hier. Topazo hat Baldo erzählt, dass seine Schwester Topa aus der Jakuase in der Wüste einen Hebel haben könnte, mit dem man fehlenden Hebel des Mechanismus unterhalb von Rodia am Ende der Kanalisation ersetzen könnte. Pass auf, wir werden daher das jetzt einfach mal auswählen. Und das hat jetzt aber noch nicht die Frage geklärt. Wir müssen irgendwo in diese Richtung. Was ist das? Was ist das? Das war ein Bambi, oder? Naja, gut. Etwas Ausgewachseneres. Oh mein Gott, das erste seiner Art, was uns begegnet.
Aber es ist schnell. Es ist schnell, es ist richtig schnell. Wo ist es hin? Ach, verdammt. Und du suchst doch auch bestimmt nur Hilfe, oder? Bitte hilf mir, versteck mich hier vor meinen Feinden. Ich habe so viel Angst, dass ich mich nicht bewegen kann. Wo kommen die bloß alle her? Ach, ich lieb's. Warte mal, ich werde erstmal mir eine Wurzel gönnen vorneweg. Und ich habe doch überlegt, ob ich das mache. Das sind halt echt viele, ne? Wenn der jetzt wieder aufsteht. Puff, so, einer weg. Ich werde noch eine Wurzel essen. Die hasse ich ja. Wir müssen die von hinten angreifen. So, genau so. Ich weiß, das letzte Mal sprang ja auch nicht wirklich viel bei raus, als wir der letzten Dame geholfen haben. Und das mit den hilfesuchenden Frauen ist auch so ein bisschen Zelda angehaucht, würde ich sagen. Nur, dass dort die Hilfesuchenden meistens irgendwelche Verzauberten waren, die so getan haben, als wären sie hilflos. Die sind ja wenigstens wirklich ehrlich hilflos. Hilflosigkeit. Etwas, das die Spieler hier irgendwie zum Ausdruck bringen wollten. Ist hier noch eins? Ja, einer ist hier noch. Entweder als Spieler ist man hilflos verloren. Oder es sind die Charaktere, die hilflos verloren sind. Ah! Ah! Ey, die Zunge hasse ich ja über alles, ne? Ich glaube, wir werden dir damit dann lieber nicht helfen. Es tut mir leid, Lady. Rufen Sie bitte irgendwen, der Ihnen helfen kann. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kann Ihnen nicht helfen. So, Frage ist, habe ich das mit dem alten Hebel jetzt ausgewählt? Nein, warum nicht? Weil, wegen ist so. Also, ich würde hier jetzt auf dem Weg bleiben. Weil ich mir davon erhoffe, dass wir da irgendwo weiterkommen. Rache! Ach, das ist ja schon wieder bei dir hier. Nee, ich habe gesagt, ich helfe dir nicht. Ist auch ein Mobbing, was ich schon wieder mache, ne? Aber jetzt permanent zu sterben, habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Und es hat sich ja das letzte Mal nicht so wirklich gelohnt, als wir der letzten Dame in Not geholfen haben. So, ich werde jetzt mal hier lang laufen. So, lasst uns auf die Karte gucken. Meine Taste funktioniert nicht. Geil. Ich komme nicht mehr auf die Karte. Freunde, ich komme nicht auf die Karte. Die Kartentaste funktioniert nicht. Wir haben kein Menü. Oh, am Arsch jetzt. Echt jetzt? Ha! So. Schelm, der Böses denkt. Also, da ist doch schon wieder ein Bug irgendwo begraben. Garudo-Felsen hier entlang. Aber eigentlich wie... Oh, 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 oh. Pilze! Pilze! Noch nie habe ich mich so gefreut, diese Pilze zu sehen. Folgt den Pilzen, folgt den Pilzen. Wo die Pilze sind, ist eine Karte. Oder auch eine Truhe. Oh mein Gott, wo geht's zu den Pilzen? Vielleicht hier hoch? Ich höre ihn! Aber pass auf, die Karte haben wir schon, oder? Haben wir die Karte schon? Medisio! Hallo! Schön, dich wieder zu sehen. Willkommen zurück in Medisios Kartenladen. Der besten Quelle für die exklusivsten Karten im ganzen Land. Ich habe eine neue Karte für dich. Darauf gibt's nicht viel zu sehen. Aber sie würde trotzdem bei deinem Abenteuer... Ja, gib her. Ach. Sagte sie und klickte auf Nein. Ausgezeichnete Wahl. Und die ist auch noch so groß. Minisio, ich liebe dich. Das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Es ist so eine Hassliebe zu den Charakteren und dem Spiel. Ich glaube, das wollten die Entwickler am Ende auch erreichen. Entweder du hasst sie abgrundtief oder du magst sie. Die haben sich gedacht, okay... Die kaufen, also entweder die Leute kaufen dann das nächste Spiel oder nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, kannst du so machen. Ist eine Einstellung.
So, Ladies und Gentlemen, uns fehlt jetzt tatsächlich nur noch die hier unten, aber die kriegen wir vielleicht irgendwo hier. Traumhaft, traumhaft. Jetzt haben wir endlich, endlich, endlich hier eine Karte. Sehr gut. Insofern können wir in der jetzigen Folge schon einen ersten Erfolg verbuchen. Nicht erfolgreich ist mein Rücken. Oh mein Gott! Ist das eine Festung? Irgendwie laufe ich ja auch gefühlt so ein bisschen anders. Auch dieses Dings hier erinnert mich total an Zelda Breath of the Wild. Was ist denn bei euch hier los? Was ist denn hier los? Oh! Hinterm Schaf, verbarrikadiert. Aber habe ich die Karte jetzt? Ja, ich wollte schon sagen. Aber es reizt mich natürlich trotzdem, ne? Es reizt mich. Wir brauchen einfach noch mehr Herzteile. Frage ist natürlich auch. Ah ja, genau. Ich habe ja in den letzten zwei, drei Folgen ein bisschen bemängelt, dass wir die Rune der Macht so oft haben. Diese Rune können wir, ich weiß halt nur noch nicht wo, eintauschen gegen Herzteile. Das ist richtig gut. Müssen wir halt noch gucken, wer uns das eintauschen kann. Weil das wäre tatsächlich was, das würde ich sehr begrüßen, wenn wir einfach mehr Herzen hätten. Klar könnte man jetzt auch sagen, mach noch ein paar mehr Sidequests. Aber die sind ja halt auch nicht so ohne. 50 Dindi, sehr cool. So, also. Ich werde erstmal jetzt hier rumlaufen. Da sind doch jetzt zwei. Einmal hier. Der Typ mit seiner Perücke. Okay, Rippe ist übrig. Dann haben wir hier. Dieses Schaf da hinten, ne? Ohne Witz. So, ich glaube, ich werde mir eine Wurzel gönnen. Was war denn das für ein Move? Freunde, was war das für ein Move? So, traue ich mich jetzt hier hoch? Na, eigentlich ist das da oben schon ziemlich blöd. Ich werde erstmal das Wildschwein vielleicht erledigen. Ach, am Arsch. Oh mein Gott, das sieht sehr kaputt aus. Hier wäre vielleicht etwas gewesen, was man hätte aktivieren können. Ich spiele mal trotzdem das Lied. Aber schaut kaputt aus. Und wo bin ich jetzt schon wieder gegengerannt? Ach, was doch ärgerlich. Also, ich weiß noch nicht, ob wir uns jetzt hier rauftrauen sollten, weil wir kriegen den ja nicht von hinten. Da wäre es, glaube ich, besser, mit einer Armbrust vorzugehen. Siehst du? Ja. Probier da mit seiner Zunge. Also keine gute Idee. Ehe wir jetzt hier unsinnig irgendwelche Sachen verschwenden. Es läuft uns ja definitiv nicht weg. Eigentlich wollte ich hier auch gar nicht lang, aber irgendwie ist das jetzt doch ein anderer Bereich, wo ich so eigentlich gar nicht vorhatte hinzulaufen. Folgen wir einfach dem Weg. Also, Marui-Wüste. Ja, gut. Aber wir kommen nicht zum Jahrmarkt, ne? Die kommen nicht zum Jahrmarkt. Gerudo-Felsen hier entlang. Es ist immer so geil, weißt du? Erst heißt das erste Schild Wüste und das nächste Schild sagt was anderes. Es wirkt halt tatsächlich an ganz vielen Stellen so, als würden die Entwickler absichtlich nochmal zur Verwirrung beitragen wollen. Was ich an so einigen Stellen nicht so ganz nachvollziehen kann. Vielleicht können wir uns dann bald noch eine bessere Klamotte leisten. So, ich latsche jetzt hier mal erst hin. Und vielleicht gibt es ja auch später irgendwas, dass er mehr Ausdauer hat und mehr rennen kann. Das wäre halt echt fantastisch, ne? Weil das ist ja auch echt nervig. Ich könnte mir vorstellen, dass das als Feature irgendwie eingebaut ist, dass der Spieler sich dann richtig, richtig, richtig freut. So, laufen wir jetzt hier hinten mal hin. Also, oh, das könnte vielleicht zum Jahrmarkt gehen. Oder? Nee, aber hier waren wir schon. Ist jetzt die Frage, laufen wir wieder zurück? Ja,
Weil wir wollen ja eher Richtung Wüste. Ich weiß, hier waren wir schon. Das kenne ich schon. Und hier habe ich auch so ein bisschen verloren schon mal rumgestanden und überlegt, oben, unten, links, rechts, wo lang. Also, ich würde jetzt noch mal Richtung Weg laufen. So, ich bin gespannt. Eigentlich ist ja in der Nacht. In der Nacht dürfte es ja in der Wüste nicht zu heiß sein. Aber kalt, ne? Ah, ist hier jetzt der Jahrmarkt? Gut, 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 gut. Dann werden wir vielleicht jetzt erstmal ein bisschen was zu Geld machen. Und vielleicht auch noch ein bisschen was kaufen. Hallo, Euro! Ja, ich klicke aber zu schnell, ne? Also, ich möchte die Dinge verkaufen. Was mache ich dann eigentlich mit denen? Weiß das jemand? Ich werde. Ich werde mal 8 von denen verkaufen. Dann werde ich. Habe ich das jetzt verkauft? Schwänze los! Schelm, der Böses denkt. So, 9 Schwänze können wir behalten. Dann werde ich. Hier. Also ich verkaufe nicht alles komplett. Und Tentakeln haben wir auch noch. Da würde ich auch mal noch ein paar verkaufen. Und. Guck mal. Ah, die Ziegenhörner bringen ja gut was. Also wir müssen auf Ziegenjagd gehen, Leute, ne? Ziegen, Ziegen. Wo gab es denn so viele Ziegen? Ja, und eigentlich, guck mal, wenn du so überlegst, die Bobosamen lohnen sich auch. Also immer mal wieder oben in den Bobo-Tempel rein. Und da hast du, ich glaube, 3 Bobos hast du. 30 mit einem Mal ist jetzt gar nicht so schlecht. Firma dankt. Und wir laufen. Achso, ich wollte noch was kaufen, habe ich gesagt, ne? So, bei kalten Temperaturen die Flüssigkeit darin wird kühl und bietet Schutz vor Hitze. Achso, gedeiht. So, das. Weil in der Wüste ist es ja nachts vielleicht auch kalt. Also ich weiß jetzt noch nicht, womit wir zu kämpfen haben werden. Ärgere ich mich, wenn ich jetzt 14 kaufe? Weiß ich nicht. Aber so teuer sind sie ja jetzt nicht. Ich nehme jetzt trotzdem beides mal mit. Nicht, dass wir da dann wieder stehen und dann sterben irgendwie, weil wir erfroren sind oder sowas. Also, dass jetzt da Tageslicht dann ist und Hitze ist, glaube ich eher weniger. Weil die Nacht zieht sich ja jetzt schon ein bisschen. Und ja. Gucken wir. Ja, jetzt läuft sie wieder komplett zurück. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, Ladies und Gentlemen, ich glaube, hier müsste ja eigentlich jetzt die Wüste vielleicht kommen. Ich weiß, hier an dem Punkt sind wir nämlich umgedreht, die Gerudo-Felsen. Ah, nee, doch. Warte mal. Marui-Wüste hier entlang. Also haben wir erst Gerudo. Hier sind wir umgekehrt, genau. Und hier siehst du ja schon, ist das schon relativ trocken. Siehst du, 50. Haben wir es ja fast wieder drin. Oh, Skorpion. Der kann bestimmt auch stechen. Nee. Yes. Skorpionschild. Sehr gut. Weißt du, viel ist ja in dieser Ödnis hier nicht, aber. Wenn dann sowas ist, finde ich es doch gut. Sieht bei Tag bestimmt auch nicht spannend aus. Also, ne? Sieht sehr, sehr vertrocknet aus. Gaziri, Sumpf? Nee, zum Sumpf wollen wir ja nur absolut überhaupt nicht. Ah, ist jetzt die Frage. Hier rüber? Aber eigentlich, ja, heißt es ja laut Karte, die Wüste ist irgendwo da unten.
Okay, das sind Gegner. Wollen wir wissen, was hier für Gegner in der Wüste? Irgendwas Ekliges. Ah! Ah, das sind die Teile. Wie diese klassischen Zelda-Teile, diese Zelda-Büsche. Diese Zelda-Büsche sind das, Leute, wo wir. Wir können mal ein anderes Schild aus. Verdammte Axt! Stell mich mal hier hinter und ich höre schon wieder einen Hund. Auch nicht! Okay, da brauchen wir wahrscheinlich eine Distanzwaffe. Okay, da können wir jetzt gerade noch nichts anrichten. Dann lassen wir das so. Aber ich glaube, ich lasse den Schild vielleicht jetzt mal ausgerüstet, weil so viel Grünpflanzen erwarte ich ja eigentlich nicht. Oh mein Gott, ein Wolf. Kann ich den umbringen? Ich kann den Wolf töten. Doch, ich kann. Sterben alle so dramatisch. Kojotenschwanz. Ich fühle mich ein wenig schlecht. Aber nur ein bisschen. Der andere Gedanke ist Geld, 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 Geld. Sinaro-Aue, hier entlang. Okay. Ich bin gespannt. Der Baldo durchstreift das Land. Ja, es ist nicht mehr weit bis zur Wüste. Und wir erleben einfach neue Bereiche, Ladies and Gentlemen. Oh, schon wieder dieser hässliche Busch. Also bei denen werde ich jetzt wirklich leider meinen Bogen drumherum machen müssen. Also es sieht aus wie ein Eingang, aber oben irgendwo. Oh, hier wächst ja echt so gut wie nix. Aber das ist auch praktisch, dann können uns die Gegner nicht verfolgen. So, eigentlich wollen wir ja irgendwo hier runterlaufen. Jetzt haben wir gerade eine Mauer im Weg. Ja, ein bisschen Irrweg schon wieder. Schon wieder ein Hund. Ich kenne ein Katzendorf. Dort hättest du Spaß. Okay. Ist die Frage, müssen wir jetzt runter? Pilze, Pilze, Pilze. Folge den Pilzen. Oh, noch eine Karte wäre natürlich jetzt geil. Also, es sieht so aus, als müssen wir runter, ne? Meinst du Minisius unten? Oh, es sieht so aus. Es sieht so aus, es sieht so aus. Heute ist unser Glückstag. Skorpion. Weiß ich nicht. Minisio. Noch ein Hund. Warum sind denn hier so viele Kojoten? Ja, ist nachts vielleicht, ne? Nachts sind sie auf der Jagd, die Kojoten. Und den Minisio vielleicht gefressen. Gibt keine Karten mehr. Nie wieder. Hier ist noch ein Pilz. Aber sah ja aus wie oben irgendwo, ne? Ich höre ihn auch noch nicht. Hier ist aber auch einer. Oh, hier sind aber auch welche. Ganz viele. Das kann so nicht stimmen. Okay, pass auf. Also nochmal. Folge den Pilzen dann vielleicht doch oben. Okay, hier haben wir einen Pilz. Okay, dann sind sie oben. Das heißt, wenn wir von hier aus jetzt gekommen sind, aber auch hier. Vielleicht auch hier unten? Kann natürlich auch sein. Der ist ja gerne mal in entlegeneren Ecken. Aber hier verläuft sich die Spur, ne? Hier ist nichts mehr. Sinaro-Aue, Marui-Wüste. Also zumindest wissen wir jetzt, wo es zur Wüste geht. Aber wo geht's zu Minisius' fantastischem Kartenladen? Ich bin doch Minisio-Fangirl. Aber meinst du hier unten? Hier unten glaube ich nicht. Hier ist ja nix. Minisio, antworte mir. Wo bist du? Dann vielleicht doch oben? Warte mal, wohin das hoch?
ist sie jetzt runtergefallen. Essen ist Überleben und deswegen renne ich dieser Birne jetzt hinterher. So. Tja, also die Pilzspuren verlaufen sich. Hier ist nix. Oh, das müssen wir bestimmt irgendwo raufstellen. Bin ich blöd? Oder hat der irgendwo oben sein? Ich komme nicht drauf. Karte wäre hier ja echt fantastisch, ne? Aber soll das sein? Jetzt wollte ich auf die Karte gucken, die ich nicht habe, ne? Aber der wird ja nicht in einem anderen Abschnitt sein. Das macht ja keinen Sinn. Wo hat er sich versteckt? Wo hat er sich versteckt? Ich erkenne hier keinen klaren Weg. Weißt du? Oder tauchten die hier hinten nochmal auf? Die Pilze. Kamen die Pilze hier hinten nochmal? Nee, ne? Nee. Hä, aber wo soll das sein? Normalerweise hört man die dann ja auch, wenn man schon in der Nähe irgendwo ist. Keine Ahnung. Aber hier war jetzt auch wirklich nichts, ne? Nee, hier ist zu Ende. Hier ist kein Kartenladen. Oh, wie nervig. Suche ich jetzt epische Minuten nach Minisio. Aber die Karte hätte ich jetzt voll gerne. Die Karte hätte ich jetzt richtig gerne. Ich habe nur Angst, wenn ich jetzt weggehe, dass ich es nicht mehr finde. Aber wenn hier oben auch eine ist, vielleicht ist der ja oben. Aber so kartenübergreifend war das bis jetzt noch nie, oder? War das schon mal kartenübergreifend? Das ist halt die Frage. Oh, das kann ja auch mal sein, dass das so kartenübergreifend ist. Er stirbt. Oh, das kann natürlich auch sein, dass mich die Pilze so ein bisschen in die Irre geführt haben, aber jetzt sehe ich keine mehr. Aus mit Pilzen. Nix. Hast du einen alten Mann gesehen? Ärgerlich. Ist ja die Frage, in welche Richtung ziehen sich die Pilze, ne? Dann ist das halt so. Dann finden wir ihn jetzt nicht und dann finden wir ihn irgendwie später vielleicht. Aber es wurmt mich schon irgendwie, ne? Weil vielleicht hat es ja da auch angefangen. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Oder er ist hier nicht in der Nacht. Richtig seltsam. Also in diesem Kartenteil finde ich es echt mega seltsam, wo er sein soll. Weil normalerweise hätte ich gedacht, guck mal, hier sind jetzt ganz, ganz viele. Da kommt er jetzt bald. Aber nix. Ah, vielleicht ist er auch hier hinten irgendwo, aber hier hinten ist er auch nix. Hier ist nix. Also ich meine, ich kann jetzt hier nochmal hochlaufen. Aber ich glaube nicht, dass hier noch was kommt. Noch so ein Loch. Da war ja die Vermutung, dass man vielleicht irgendwas durchschießen kann, vielleicht. Oder wir im Laufe des Spiels irgendwie noch ein Lied oder sowas kriegen. Ja, nee. Oh, ist der Zaun im Weg? Jawohl. Dann würde ich jetzt nach unten laufen, Richtung Wüste.
Wir haben jetzt geguckt, ihn zu finden. Wir haben ihn nicht gefunden. Dann ist das so. Vielleicht finden wir ihn ja bei Tageslicht oder so. Vielleicht brauchen wir hier einfach Licht. Das kann ja auch sein. Okay, Ladies and Gentlemen, ich glaube, allzu lange kann es nicht mehr dauern, bis wir die Wüste erreichen. Oh Gott, was ist das denn da hinten? Gott. Wie so ein typischer Reisender in der Wüste. Völlig entkräftet. Ah, ist jetzt die Frage, ne? Hier ist ihm jetzt kalt. Oh nee, hier haben wir jetzt Sandsturm. Kälte, ne? Kälte, Kälte, Kälte. Okay, Kälte. Das waren diese Bananen, die wir essen müssen, ne? 10 Sekunden willst du mich verarschen? Gott sei Dank sehen die... Oh, ah! Ja, da habe ich ja jetzt Bock drauf. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh. Dass in diesem Spiel auch nichts einfach sein kann, ne? Also, wir folgen jetzt diesem Weg. Die Tränke wären vielleicht besser gewesen. Ich versuche mal, diese schwarzen Flecken da unten zu meiden. Aber gäbe es denn jetzt schon eine geeignete Klamotte, die man kaufen kann? Nee, ich glaube, ich muss die schwarzen Flecken einfach vermeiden. Gott sei Dank haben wir Bananen vorneweg eingekauft, Leute. Wow, Gegner, Gegner, Gegner. Lass es doch liegen. Es ist doch scheißegal gerade. Ich hoffe ja, dass wir die dort auch kaufen können, ne? Aber wir schaffen es. Ich bin zuversichtlich. Also wenn der Weg jetzt nicht episch lange dauert. Ich gucke mal unten schön fleißig auf die Karte. Und kriege gerade so noch mit, wenn oben Gegner kommen. Allzu weit dürfte es jetzt gar nicht mehr sein. Ich werde mal trotzdem noch eine essen. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir schaffen es. Oh, hi. Who are you? Sei gegrüßt, Reisender. Hast du vielleicht eine Schneekaninchenpfote? Ich würde alle kaufen, die ich kriegen kann. Die sind so selten und so wunderschön. Ich habe keine Zeit, ich muss essen. Richtig guten Preis. Ja, okay, erzähl's mir später. Erzähl's mir später. Erzähl's mir später. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Brot, Brot. Brot macht warm. Oh mein Gott. Nicht reden. Einfach laufen. Einfach laufen. Wo muss ich hin? Hier sind doch... Hier sieht doch nach Oase aus. Bin ich jetzt nicht da? Scheiß die Wand an, Alter. Fackel. Macht mir das warm vielleicht? Hält mich das warm? Ah, Wasser. Keine gute Idee, wenn es kalt ist. Scheiß Oase mit dem Wasser hier. Da, 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 da. Bin ich da? Aber ist jetzt hier wärmer? Oder habe ich jetzt hier das gleiche Problem? Aber einen Teleportierpunkt müssten wir finden, ne? Weil sonst haben wir jedes Mal ja wieder das gleiche Problem, wenn wir da durch wollen.
So, also, ich bin da. Oh, ein Besucher. Du musst einen weiten Weg hierher zurückgelegt haben. Denn ich habe hier schon lange keine Fremden mehr gesehen. Sei willkommen. Du musst wohl ein Erkunder sein. Hast du schon mal überlebt, den Jako-Oase-Club beizutreten? Dazu musst du allerdings beweisen, dass du ein unerschrockener Erkunder bist. Weit weg von hier befinden sich die Überreste einer legendären Kreatur. Sie war größer als ein Kangmi. Oder die schreckliche Wüstenschlange und zudem auch noch viel gefährlicher. Aber keine Sorge, diese Kreaturen sind bereits ausgestorben. Wenn du die Überreste finden und mir als Beweis mitbringen kannst, nehme ich dich im Jako-Oase-Club auf. Du wirst nicht enttäuscht sein. Die Mitglieder erhalten Rabatte in unseren Läden und eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Oh, also meine Quest, die sich lohnt. Schutz vor Hitze. Eigentlich bräuchten wir ja Schutz vor Kälte, ne? Aber 1000 Öcken, Alter. Das lässt er sich ja auch bezahlen hier. Mach es doch weg. Mach es doch einfach weg. Hallo? Weglegen? Mann. So, belebende Version. Frido Melone. Okay, Schutz vor hohen Temperaturen. Schutz vor hohen Temperaturen. Dann haben wir ein Schild. Wüstenschild. Geschickten Händen der Jakomäuse gefertigten Schild erscheint eher wie ein Schmuckstück für Sammler, ist aber viel mehr als das. Okay, klingt gut. Bobo Eisenschild finde ich auch sehr gut, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen sparsam, weil wir eher irgendwie eine Klamotte brauchen vielleicht. Die Ausgestaltung des Schildes erinnert an die legendären Waldlebewesen, die Bobo genannt werden. Er ist stark, recht schwer, bietet aber beeindruckenden Schutz vor brutalen Angriffen. Den finde ich gut. Den finde ich gut. Was gibt's bei dir? Sei gegrüßt. Weißt du, was das ist? Das ist der legendäre Donnerstab. Dieser aus den Wurzeln der mächtigsten und ältesten Bäume des Waldes herausgearbeitete Stock lässt mit seiner gewaltigen Kraft den Boden erbeben. Man hat ihn uns vor langer Zeit anvertraut. Wir haben versprochen, ihn jedem Erkunder zu überlassen, dem es gelingt, die vier Gegenstände zu finden, mit denen seine Macht wiederhergestellt werden kann. Hast du sie auf deinen Reisen gefunden? Ja, vielleicht. Und er verrät uns nicht, welche Gegenstände das sind. Oh, das ist ja auch fies. Der Mausclub, Schneekaninchen. Bezaubernd. So, aber wir haben immer noch nicht die Maus gefunden mit dem Hebel, ne? Guten Morgen, junger Freund, und willkommen in meinem Laden. Immer schön, ein neues Gesicht zu sehen. Die Besucher aus anderen Gegenden bringen manchmal interessante Sachen mit, die man hier in der Marui-Wüste nicht so leicht erhält. Dürfte ich mal sehen, ob du etwas hast, was ich vielleicht kaufen möchte? Ja, aber ich glaube nicht, dass du mir andere Preise bietest. Oh, kriege ich hier 30 für einen? Really? Oh, und ich habe vorhin so viele woanders verkauft für viel weniger, ne? Und ich dachte, er hätte die besten Preise. Ach, das gibt's doch nicht. Guck mal, wie viel Kohle wir bei dem jetzt dafür kriegen. Verkaufen, ja. Oh. Oh, guck mal. Also, diese Maus bietet tatsächlich gut Preise an. Gut. Wir haben das erste Mal ein bisschen Asche. Den goldenen können wir auch verkaufen. Gut, dann hat sich das insofern ja gelohnt. 32. Ja, ja, ich verkaufe jetzt mal ein bisschen was, um ein wenig Kohle zu haben. Oh, guck mal, von denen haben wir 11. Also, das lohnt sich ja hier in der Wüste, Sachen zu verkaufen. So. Denn sonst haben wir nichts mehr übrig. Okay, aber wir müssen ja wahrscheinlich vielleicht alle Fackeln irgendwie noch anmachen. Also, ich habe jetzt noch nicht die Maus gefunden, die ich suche.